Ich habe jetzt den Lagerfahrer des Grenzdurchgangslagers hier bei mir am Mikrofon. Das ist Herr Steinberg, Martin Steinberg. Herr Steinberg, wenn ich sage Lagerfahrer, dann ist das irgendwie ein Begriff, der hat mich so ein bisschen blümmerant gestimmt. Ne? Da sind Sie nicht der Einzige. Was meinen Sie, was zu Hause los war, als ich meiner Frau sagte, ich werde Lagerfahrer? Das hat schon ein Runzeln ausgelöst. Ja, der Begriff ist so, wie er ist, und wir suchen vor Ort einen alternativen Begriff, aber Friedland ist so eingeführt als Lagerfriedland und uns ist noch nichts Besseres eingefallen. Wann haben Sie das Ihrer Frau sagen müssen? Wann sind Sie Lagerfahrer geworden? Das war eine Verlegenheit. Ein Kollege, der vorher da war, wurde befördert und es musste kurzfristig eine Vertretung gefunden werden. Das ist jetzt 10 Jahre her und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nie bereut, in einer halben Stelle an diesen Ort zu gehen. Was ist der Unterschied zu einer normalen Fahrstelle? Wenn man sagt, so, Sie sind der Fahrer von St. Martin in Adelebsen, also auch bei Göttingen-Ortschaft, oder irgendwie so einen Job haben, dann haben Sie eine Gemeinde. Haben Sie das Gefühl, Sie haben in Friedland, also im Lager, auch eine Gemeinde? Eine wechselnde Gemeinde, ja. Und in Friedland ist kein Tag wie der andere. In einer normalen Gemeinde wiederholen sich bestimmte Vorgänge und bestimmte Termine. Sie haben es mit festen Gruppen zu tun, sie bauen stabile Vertrauensverhältnisse auf. Das ist in Friedland alles anders. Sie haben gesagt, das wechselt ja dort sehr schnell. Also wenn Sie sagen, Vertrauensverhältnis aufbauen, wie schafft man das? Das sind ja Menschen, die manchmal eben halt nur für einen kurzen Zeitraum da sind, trotzdem ihren Zuspruch brauchen, ihre ja, seelsorgerische Teilnahme. Aber das ist ja alles auf Zeit. Seelsorge und pfarrliche Tätigkeiten ist nur ein Teilaspekt. Es kommen andere Aufgaben dazu. Ich bin nicht alleine, so wie Napoleon seine Kriege auch nicht allein gewonnen hat, sondern zumindest einen Koch dabei hatte, haben wir als evangelische Kirche vor Ort ein großes Team. Wir sind 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sozialversicherungspflichtig beschäftigt, nach Tarif von Kirche und Diakonie finanziert. Und wir haben verschiedene Arbeitsgebiete und Arbeitsfelder in Absprache mit den Einrichtungen, die in Friedland arbeiten. Dort sind ja eine Menge an Einrichtungen. Dort ist das Land Niedersachsen durchs Innenministerium, durch die Lagerleitung vertreten. Dort ist das Bundesverwaltungsamt vertreten. Dort ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit einer sehr wichtigen Abteilung vertreten. Ich hoffe, dass auch der Bundesnachrichtendienst weiter dort vertreten sein kann. Und wir beackern jeder sein Arbeitsfeld. Unsere Arbeitsfelder der inneren Mission sind Asylverfahrensberatung, Dolmetscherdienste, Frauenzentrum, 2 Kinderhäuser, Bildungsberatung, das sind so unsere Arbeitsfelder. Und dann kommen pfarramtliche Geschichten dazu. Und wie ist die Zusammenarbeit? Weil ich immer denke, das ist alles auch nur zu bewerkstelligen ökumenisch. Wie ist die Zusammenarbeit mit den anderen Kirchen? Sie ist nahtlos und vertrauensvoll, anders können Sie da gar nicht arbeiten. Wir haben es mit Menschen zu tun aus den verschiedensten Weltregionen. Dort sitzen Sunniten und Schiiten zusammen, dort sitzen Alawiten und Jesiden, dort sitzen jüdische Flüchtlinge, syrisch-orthodoxe, Chaldäer, die treffen sich dort. Und wenn die Verantwortlichen dort nicht zusammenarbeiten, läuft dort gar nichts mehr. Sie haben gerade eben ja verschiedene Namen genannt. Nun wissen wir eben halt leidvoll, dass teilweise sich diese Religionen an ihren Ursprungsorten ja vielleicht verfeindet sogar gegenüberstehen. Wie ist das Zusammenleben dieser Menschen dann in einem Mikrokosmos wie Friedland? In ihren Heimatländern ist die Situation zum Teil so, dass sie sich gegenseitig die Köpfe abschneiden. Das ist keine Phrase, das ist Realität. In Friedland gibt es beeindruckende Bilder. Mittags sehen Sie im großen Speiseraum, sehen Sie 600, 700 Leute zusammensitzen. Und dann sind es die Religionsgemeinschaften, Schiiten und Sunniten, Alawiten, die dort friedlich miteinander umgehen. Ihre Kinder spielen in unseren Kinderhäusern friedlich zusammen, sie singen Lieder, sie spielen miteinander, sie hören Geschichten. In Friedland geht das. Klaus Engelmann, der hier vor dem Zelt steht und der dieses Zelt mitverantwortet, hat als Journalist in Göttingen angefangen. Ich auch in Göttingen. In Friedland sind wir sehr, sehr häufig gewesen und haben die Stimmung aufgesogen zu der Zeit, als wir da noch wirklich aktiv als Journalisten waren. Sie sind jetzt seit 10 Jahren dabei, da kann ich jetzt keine Geschichtschronik von Ihnen erwarten, aber inwiefern können Sie beurteilen, wie sich der Friedland so in Zeiten, im Laufe der Zeiten verändert hat, wie der Wandel ausgesehen hat? Also ich sag mal, von den Heimkehrern, da müssen wir ja anfangen, in den 40er Jahren bis heute. Das Friedland, das Sie kennen, hat sich total verändert. Friedland ist seit 3 Jahren eine Einrichtung der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen.
mit dem Schwerpunktthema Flüchtlingsarbeit. Das Friedland, was Sie kennen, war der bundesweite Ort, wo Spätaussiedler aus Russland oder aus den Gussstaaten kamen. Diese Gruppe ist von der Zahl her gesunken. Wir hatten Zeiten, da kamen nur noch 1800, 2000 Spätaussiedler im Vergleich zu den Zeiten, die Sie kennen, wo 80 oder 100.000 Spätaussiedler kamen. Das Thema in Friedland ist jetzt schwerpunktmäßig Flüchtlinge, aber auch diese Flüchtlinge sind keine homogene Gruppe, sondern sie ist in sich sehr stark durchdifferenziert aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Situationen. Wenn Sie den Stand sich hier angucken, des zukünftigen Museums Friedland 2015, soll er es eröffnet werden, dann gewinnen Sie so einen Eindruck davon, dass ja dieses Friedland richtig eingebettet ist in der Gemeinde Friedland, die auch einen Bahnhof hat, die eine gut gehende Gastronomie hat, die Menschen hat, die dort auch vor Ort leben, direkt als Nachbarn des Lagers. Haben Sie den Eindruck, dass das ein wohltuendes Miteinander ist zwischen dem Lager und der Gemeinde? Friedland gibt es seit dem September 1945. Die Bürger in Friedland sind mit Fremden groß geworden. Das ist überhaupt nichts Neues. Hinzu kommt, dass das Lager dort mit etwa 180 Arbeitsplätzen ein großer Arbeitgeber ist. Das erhöht die Akzeptanz des Lagers nochmal ganz erheblich. Es gibt natürlich auch die Mentalität, wie überall, die sehr eng und sehr kleinkariert denkt, dass man sich über bestimmte Verhaltensmuster auch der Bewohner des Lagers auch im Dorf ärgert. Es hat sich bewährt, dann das offen anzusprechen, was Hygiene angeht, was Belästigung angeht. Dann geht das auch. Aber ich sage Ihnen auch dazu, die Stimmung im Lager Friedland ist sehr viel friedlicher als in manchen Göttinger Stadtteilen. Es wird dort weniger gesoffen und weniger geprügelt als in ganz normalen deutschen Städten. Und wenn Sie nach Friedland kommen, das ist der erste Eindruck, den Sie haben werden. Es gibt dort keine Mauern, es gibt kein Stacheldraht. Es ist eine absolut offene Einrichtung. Die Wohnbevölkerung läuft durchs Lager und die Lagerbewohner laufen durch die Ortschaften. Das fällt überhaupt nicht auf. Ich entlasse hier keinen Gesprächspartner vom Podium ohne die allseits gestellte Frage: Wissen Sie noch, was Sie am Tag des Mauerfalls getan haben, wie Sie den Mauerfall erlebt haben? Und Sie haben mich vorgewarnt und haben gesagt, wahrscheinlich werden Sie mir diese Geschichte nicht glauben, also geben Sie sie zum Besten. Wir saßen auf der Terrasse des Old Cataract Hotels in Assuan in Ägypten. Wir schauten auf den Nil, auf die Feluccas und wir schauten auf das Grab des Aga Khan. Da kamen die nubischen Mitarbeiter des Hotels, brachten uns den Tee und sagten, ihr seid Deutsche, ihr müsst jetzt mal ganz schnell Fernsehen gucken. Dann guckten wir Fernsehen und sahen die Bilder der Maueröffnung. Und zwei, drei Stunden später rief meine Tochter an und sagte, Papa, es stinkt, es ist alles voll Trabis. So habe ich den Tag erlebt. Also, das ist ja wirklich auch eine tolle Geschichte. Wann haben Sie dann das erste Mal Trabis dann in freier Wildbahn gesehen? 10 Tage später, als wir mit der Gruppe wohlbehalten wieder zu Hause waren.